Heute bei Thema geht es um YouTube, denn YouTube ändert die Richtlinien fürs Partnerprogramm und davon sind wir bei der DERCHO.TV hier auf unserem YouTube-Kanal auch betroffen. Was das für Änderungen sind und was das alles ausgelöst hat, das gibt's jetzt. Und damit herzlich willkommen zu DERCHO.TV Thema am heutigen Donnerstag. Ja, es ist eine besondere Sendung, da werde ich später dazu noch was sagen. Aber es geht heute generell um YouTube. Mal wieder, beziehungsweise endlich mal wieder um YouTube. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich nur so ein Duff-Bier-Shirt anhabe. Denn im Moment, wenn ihr diese Aufzeichnung wahrscheinlich guckt, ist das an dem Tag aufgenommen, wo nämlich das Sturmtief Frederike über uns zieht. Und hier ist schon eine Menge passiert. Achtet mal auf unseren Social-Media-Aktivitäten drauf, was da passiert. Auf derchotv.de gibt es auch weitere Infos. Wir reden über YouTube. Das ist jetzt heute eher Thema bei Thema. Und es geht nämlich um die Richtlinien, beziehungsweise generell damit, dass man mit YouTube nun es schwerer haben wird, Geld zu verdienen. Klar, viele bekannte YouTuber verdienen nur mit YouTube ihr Geld. Sie schaffen es halt, Millionen Klicks zu bekommen für irgendwelche Sachen, die sie halt im Internet machen. Nun ist das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, es würden viele wahrscheinlich sagen, ein bisschen übertrieben worden, denn YouTube hat nämlich gesehen, dass einige deutlich übertrieben haben, aber das ging halt nicht nur um einzelne YouTuber, wo wir gleich auch auf einen Fall kommen werden, sondern es geht auch um den Fall von Propaganda-Videos und halt auch Videos zum Thema Terrorismus, denn da hat YouTube ja auch schon die Monetarisierungsmöglichkeiten, also die Schaltung von Werbung auch geändert, bedeutet bei schlimmeren News wie zum Beispiel Terror oder halt auch Sachen, die, wo halt auch Angst geschürt wird, wird halt nicht überall jede Werbung freigeschaltet und zu diesem Grund hat YouTube ja Angst bekommen, dass einige Werbekunden abspringen werden. Es ist passiert, YouTube hat weiterhin die Werberegeln verschärft und nun ist es komplett verschärft worden und zwar nämlich sind die Aufforderungen dieses Partnerprogramms schlimmer geworden. Das hat YouTube in einem Blog bestätigt, beziehungsweise auch in einem Blog diese Woche geschrieben. Und da drin steht unter anderem, dass man nämlich sofort, nämlich ab sofort gilt das für den, der jetzt auf YouTube nämlich ein Video startet, also einen Kanal starten will und halt Videos machen will, bedeutet das, dass man nämlich ab 1000 Abos und ab 4000 Stunden Videos, also mindestens in den vergangenen 12 Monaten, dass da 4000 Stunden die Videos geguckt wurde in dem ganzen Jahr, also in den letzten 12 Monaten, wird das Partnerprogramm erst aktiviert. Bedeutet, für die, die keine 1000 Abos haben oder diese 4000 Stunden, das sind ungefähr 260.000 Minuten, wenn die es nicht erreicht haben, sind sie nicht im Partnerprogramm dabei. Bedeutet, die Videos werden nicht mit Werbung geschaltet, man hat auch einige Features nicht mehr und das betrifft auch Kanäle, die schon im alten System noch drin waren, so auch uns zum Beispiel, denn wir haben nur 270 Abonnenten und knapp eine Stundenzahl von nicht mal, also ich kann das nur in Minuten sagen, weil ich da gestern, also am Mittwoch in den Analytics geguckt habe, knapp 95.000 Minuten. Also es sind, wie schon gesagt, 4.000 Stunden, das sind dann so um die 250.000, also 200.000, ich habe es jetzt nicht genau, also um die 200.000 Stunden, Minuten müssen das sein, 200.000 Stunden, das wäre übertrieben. Und bisher hat es natürlich gereicht, dass man in den letzten 12 Monaten nur mindestens 10.000 Videoaufrufe zu bekommen hat. Dadurch will YouTube nämlich auch verhindern, dass es Spammern, Hochstaplern und anderen Betrüger erschwert wird, Geld zu verdienen. Das Problem ist aber für kleinere YouTuber wie uns zum Beispiel, das ist immer ein gutes Beispiel halt auch zu sagen, wird es schwerer, Geld zu verdienen. Also wir haben sowieso, seitdem dieser YouTube-Kanal existiert, nicht einen Cent verdient. Wir haben einmal eine Auszahlung bekommen, zu der komme ich aber gleich. Und mehr halt auch nicht. Für die, die bereits Mitglied des Partnerprogrammes sind und nicht die 1000 Abos oder die 4000 Stunden haben, für die betrifft das nämlich dann in 4 Wochen, denn ab dem 20. Februar wird das nämlich auch den bisherigen Partnern passieren, die dann aus dem Partnerprogramm fliegen. Bedeutet, ihr könnt eure Videos nicht mehr monetarisieren. Darunter fallen auch wir und man hat auch selbst schon gesehen und das sieht auch YouTube so und das ist halt auch generell so, dass man halt auch sagt, dass 99% der betroffenen Kanäle im vergangenen Jahr weniger als 100 US-Dollar durch Werbung verdient hat. Bei 90% seien es sogar nur 2,50 Dollar gewesen. Diese Zahlen sollen auch offenbar belegen, dass auch durch die neuen Vorgaben keine Existenzen betroffen sind. Wir müssen auch sagen, DERCHO.TV ist ja hier ein Hobbyprojekt.
Es ist kein kommerzielles Projekt, weswegen wir aber trotzdem hier Werbung geschaltet haben, um halt auch dieses Geld in dieses Projekt zu stecken. Ich will am Ende, um das halt alles ein bisschen hier so zusammenzufassen, dann in einem Kommentar gleich nochmal zu sagen, weswegen ihr gleich eine entsprechende Einblendung seht. Das Ganze ging schon halt los mit diversen Videos von, also von Terrorismus, von Propaganda, von links und rechts, wo sich YouTube gesagt hat, da möchten wir halt nicht mit dabei sein, da wollen wir halt auch nicht dazu dienen. Entsprechend hat man auch schon die Monetarisierungsverfahren halt geändert. Das heißt, ein Video, was entsprechend nicht alle Werbekunden, also wo man nicht die komplette Werbung von Werbekunden sieht, werden halt nicht komplett diese Werbung zu sehen bekommen. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch ein bisschen so kapiert oder gesagt, wie ich das halt auch finde. Und generell heißt es auch von YouTube, dass man halt dadurch auch, wie schon gesagt, diese Betrügereien halt vermeiden will. Trotzdem wird das halt auch nicht mehr so gut laufen. Außerdem will auch YouTube seinen bevorzugten Partner, dieses Preferred Partner, das sind die 5%, 5% der meistgesehenen Videos, und es werden ja pro Stunde tausende Videos hochgeladen auf YouTube, werden künftig von Menschen vor der Verpflichtung, vor Veröffentlichung freigeben lassen. Also es ist nicht mehr ein Computerprogramm, sondern es werden jetzt Menschen extra dafür benutzt, beziehungsweise Mitarbeiter von Google und von YouTube, die das Ganze machen können. Erst dann wird das Ganze passieren. Und der ausschlagende Grund, damit YouTube gesagt hat, okay, wir ändern sie noch einmal die Partnerregeln, ist der YouTuber Logan Paul aus den USA. Der hat nämlich ja im letzten Jahr ein sehr furioses und umstrittenes Video und auch ein, was für YouTube nicht zugehöriges Video nämlich veröffentlicht. Denn er ist mit Freunden im japanischen Aokiagra unterwegs gewesen, in einem Naturschutzgebiet, was sich auch Suizidwald nennt, und hat mal schön gefilmt, ein paar Menschen entdeckt und auch eine Leiche. Ja, entsprechend, die Leiche wurde nicht komplett zensiert, sondern nur das Gesicht. Und anstatt die Kamera abzuschalten, hat der YouTuber halt weiter gefilmt. Klar ist, er hat selbst auch noch gesagt, ich denke, das Video wird in die YouTube-Geschichte eingehen, gesagt, getan, und über 6 Millionen Abrufe konnte dieses Video dann bis Neujahr dieses Jahres auch abrufen. Er es dann heftige Proteste gab und er das Video löschen musste. Er hat auf Twitter selbst auch noch in Tränen in einem Video gesagt, ich hätte das Video niemals veröffentlichen dürfen und es tut mir dem Opfer und seiner Familie leid. Ob das ein Entschluss war, wo man ein bisschen zu spät gehandelt hat oder nicht, das sei ihm überlassen. Trotzdem, das Ganze hat YouTube auch richtig fett Kritik mit eingebracht und deswegen wurden die Parameter, sprich die Regeln für dieses Partnerprogramm radikal jetzt geändert. Bedeutet, kleinere YouTuber, die halt gute Videos machen, aber wenig Abonnenten oder wenig Viewerstunden haben, so kann man das sagen, in den letzten 12 Monaten, fliegen aus dem Programm. Und das kann man auch wirklich so sagen. Sprich, bedeutet, wenn du auf YouTube Geld verdienen willst, musst du wirklich deine Hose für alles runterlassen. Habe ich mal gehört. Und das ist halt auch ein bisschen heftig, um das auch so zu sagen. Das ist geradewegs so dieses Thema, was dahinter steckt, um halt jetzt generell dann auch dazu zu kommen, was nämlich jetzt nämlich abgehen wird. Denn ich blende jetzt und sage Achtung, Kommentar, und beginne mit meinem Kommentar, denn diese Sendung wird nämlich zum Teil aus diesen Berichten bestehen, aber auch zum Teil aus meiner Meinung, weswegen ich das jetzt auch einblende. Und ich muss ehrlich zugeben, da hat sich YouTube mal wieder ein bisschen von seinen Werbekunden, sagen wir mal, ja, beeinflussen lassen. Klar ist natürlich, dass kleinere YouTuber mit gutem Content, und das kann man jetzt hier auf diesem Kanal halt ein bisschen anders sagen, denn wir von Dercho TV haben im Schnitt halt bis zwischen 2,50 Dollar und 4 Dollar immer wieder Einnahmen gehabt. YouTube zahlt ja erst ab 70 Dollar, Schrägstrich 70 Euro aus. Das haben wir einmal gehabt. Das sind nämlich die ganzen Zahlen, also die ganzen Beiträge, die sich halt in den letzten, man kann sagen, 4,5 Jahren sich angehäuft haben. Und wir haben im November eine erstmalige Zahlung von 70, 72 Euro bekommen, was wir auch dann direkt ins Projekt gesteckt haben. Denn das Geld, was wir jetzt hier verdient haben, ich sprich verdient haben, haben wir nämlich immer wieder ins Projekt reingesteckt. Vorwiegend nicht nur in den YouTube-Kanal, sondern auch in die Homepage oder in sonstige oder in die Technik halt. Und da bin ich halt der Hauptverantwortliche dafür, weil ich bin der Leiter dieses Projekts und halt auch der Chefredakteur dieses ganzen Bumses hier.
Und generell muss ich auch dazu sagen, und ich bin ja auch der Chefredakteur dieses Bumses, was ich jetzt gesagt habe, ist das einerseits zu verstehen, klar, YouTube lebt auch nur durch Werbung, lebt durch Werbekunden, die halt das Geld geben, um zu sagen, hier, schaltet da eure Werbung mal frei, aber bitte nicht bei solchen komischen Videos. Es ging ja halt schon so los, dass ich YouTube schon vorgeworfen habe, man sei zu faul, um halt entsprechende Kanäle oder halt Propaganda Videos zu löschen. Das ist halt ein Problem bei täglich über Millionen von Videos, die hochgeladen werden auf YouTube. Das ist halt ein großes Problem. Und man kann da wahrscheinlich schwer Computer zu programmieren, um zu sagen, okay, dieses Video ist nicht geeignet. Da macht man sich es halt einfacher und sagt, okay, wir setzen die Grenzen bzw. die Voraussetzungen immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann verdienen nur noch die bekannten YouTuber. Da will ich jetzt keine Namen nennen, denn es gibt in Deutschland, es gibt in Europa und es gibt weltweit, nicht nur in den Staaten, sondern auch in anderen Teilen der Welt, halt erfolgreiche YouTuber mit 1 Million, 2 Millionen, wenn nicht sogar 10 Millionen, 20, 30, 40 Millionen Abonnenten. Das ist jetzt auch mal klar. Aber trotzdem, kleinere YouTuber, die guten Content machen, aber halt leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben, haben jetzt hier die Arschkarte gezogen, beziehungsweise bis zum 20. Februar. Mir ist jetzt der Entschluss gekommen, weil ich gestern diese Meldung auf meinem Dashboard, auf dem Dashboard unseres Kanals gefunden habe, der Entschluss gekommen, dass wir ab heute oder generell, ich habe das heute Vormittag so gemacht, dass wir alle Videos demonetarisiert haben. Das heißt, jedes Video, was jetzt hier bis zum Erreichen der 1000er Abo-Marke oder der 4000 Stunden kommt, ist nicht mehr werbefinanziert, beziehungsweise wird nicht mehr durch Werbung, also ist keine Werbung mehr geschaltet, sprich, ihr könnt euren Adblocker hier ausschalten, denn es gibt keine Werbung hier zu sehen und das wird halt auch so sein. Wir haben alle Videos demonetarisiert, heißt das, also es wird, wir haben die Monetarisierung entfernt, alle Videos sind entfernt worden, wir haben schon bei anderen Videos das gemacht, das halt auch aus urheberrechtlichen Gründen, weil entweder beschwert sich der Urheber oder halt das dürfen wir entsprechend nicht machen, weil Quellenangaben und so weiter und so fort, trotzdem auch wenn wir kostenlos Werbung dafür machen. Und generell habe ich mich dann halt oder haben wir uns dann halt auch beschlossen, dass wir gesagt haben, okay, alle Videos, selbst auch die Infoformate, die bis dahin, also bis letzte Woche noch, so kann man das sagen, monetarisiert waren, sind entmonetarisiert worden. Und das ist generell dann halt auch der Grund gewesen, warum wir dieses Thema heute hier eingeschoben haben. Und bedanken können wir uns da halt auch nur bei Logan Paul und halt auch bei denen, die halt diese ganzen Sachen verursacht hat. Weil wenn man schon so ein Video veröffentlicht, wo man eine Leiche sieht, dann und dann sich, dann hat man nur Profitgier im Kopf, ganz einfach. Dann denkt man sich, ich mache den Scheiß, weil ich die Kohle brauche. Klar. YouTuber, die heute nur von YouTube, also Leute, die heute nur von YouTube leben, die haben es halt auch nicht schwer. Das ist klar. Man muss Kooperationen eingehen, man muss andersweitig was machen. Und viele sagen sich, in ein normales Leben, in einen normalen Job zurückzukehren, nee, nicht mit mir. Aber trotzdem, du musst halt irgendwie halt auch aufpassen, dass du halt auch entsprechende Richtlinien erstehst. Denn du kannst im Internet nicht machen, was du willst. Ich kann jetzt auch nicht hier mit nacktem Oberkörper streamen oder weiß was ich was. Es gelten die Regeln wie auch im normalen Leben. Und wenn man sich an diese Regeln nicht hält, dann tut es mir leid, dann hast du falsch gelernt. Hast du falsch gelernt, da hast du falsch gelebt. So kann man das ungefähr sagen. Und das ist halt auch bei diesen ganzen YouTubern und nicht nur mit Logan Paul zu sagen, ne? Er hat es geschafft, in die YouTube-Geschichte einzugehen. Ja, aber dafür hat er gesorgt, dass andere mit gutem Content, die keine 1000 Abos haben oder kurz vor den 1000 stehen oder halt keine 4000 Stunden im Jahr haben, die Zuschauer halt gucken. Also es geht ja so drum, du musst in dem ganzen Zeitraum, in diesen 12 Monaten, wo du halt Videos hochlädst, musst du mindestens 4000 Stunden, müssen deine Abonnenten oder halt auch die halt zufällig auf die Videos kommen, 4000 Stunden an Zuschauer-Views haben. Eher wirst du nicht ins Programm aufgenommen. Das sind zwei Sachen. Eins von den beiden muss man, nämlich, ja, wie heißt, akzeptieren bzw. Durchgehen. Dann bist du im Creator-Programm weiter mit dabei. Und jetzt denjenigen, die noch ganz weit, also sprich mehr als die Hälfte von den 1000, wie wir zum Beispiel, wir haben gerade 270 Abonnenten, noch 4 Wochen Zeit geben. Dann können wir hier ein bisschen Geld eher investieren und uns Fake-Accounts erstellen und dann halt uns diese knapp 700 Abonnenten uns dazu kaufen und dann Geld zu verdienen. Das ist keine Ehrlichkeit, das will ich nicht. Dieses Projekt soll ehrlich auf ehrlichen Beinen stehen und auch auf unabhängigen Beinen. Es wurde mir halt auch gesagt und das halt auch gestern am Mittwoch, dass wenn ich in ein Netzwerk beitrete, dass diese Monetarisierung rausfällt von einem an, also dass die Monetarisierung wieder dabei ist. Entschuldigung, ich habe mich gerade falsch ausgedrückt. Andernfalls ist es nämlich so, dass bei einem nämlich er aus dem Netzwerk rausfliegt, weil es sich nicht mehr finanzieren lässt. Und klar, bei 2 Dollar, bei 3 Dollar, bei 4 Dollar zahlt Google halt nichts aus. Google ist ja nicht dumm, das ist klar. Aber trotzdem weiß man, wenn man halt guten Content macht und es gibt halt wenige Zuschauer, die das halt gucken und
ist halt nicht verbreiten. Dann ist es halt auch ein bisschen komisch. Und ich bin halt auch nicht hier, um halt euch auch in Knien anzuflehen. Abonniert meinen Kanal, teilt dies. Wenn ihr wollt, könnt ihr es teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr kommentieren. Das ist eure Entscheidung, nicht meine. Ich bringe euch die Information. Ne? Und ich habe auch gestern nicht daran überlegt zu sagen, okay, ich verdiene kein Geld mehr, der ganze Bums wird beendet. Ich beende das Ganze zum 20. Februar. Das muss auch nicht sein. Mein Ehrgeiz, hier weiterzumachen, ist gestiegen, als die Sache zu übernehmen und zu sagen, ich höre auf, ist deutlich weniger geworden. Ich hoffe, ihr habt es jetzt irgendwie verstanden, wie ich das meine. Weil mir sind diese 270 Abonnenten, jeder Abonnent dieses Kanals hier, jeder Follower auf Twitter, jeder Fan auf Facebook und jeder Follower auf Twitch, die heißen da auch Follower, sind mir wichtig. Und die sind mir auch generell wichtig. Und wir nehmen auch Meinung dazu an, um das halt zu sagen. Aber klar, ich finanziere DerchoTV aus meinem privaten Geld. Und ich habe nicht so viel Kohle. Und wenn ich viel Kohle investieren möchte, klar, muss ich halt einen besseren Job finden. Aber dann muss ich länger arbeiten und habe weniger Zeit hierfür. Klar, ich könnte hier und da Ressourcen einsparen, beziehungsweise auf Sachen verzichten, aber dann ist halt nicht mehr das Ziel, euch gut zu unterhalten und gut zu informieren, nicht mehr da. Weil klar, ihr wollt eine Breaking News haben, ihr wollt Informationen darüber haben, was auf der Welt abgeht. Ihr wollt wissen, was geht im Moment ab und so. Das könnt ihr halt auch hier bekommen und das halt unabhängig. Ich nehme unabhängig, weil wir uns auf Quellen verlassen müssen, die meistens nicht stimmen oder halt doch stimmen. Und geradewegs sind wir halt, die halt von klein auf alles aufarbeiten müssen, beziehungsweise die halt wenig Abonnenten haben und halt auch wenig Klickzahlen, beziehungsweise Klicks und halt auch wenig Viewstunden, also Viewerzahlen, das interessiert uns nicht. Ich habe gestern auf diese Zahlen geguckt und habe auch, als wir das Jahr beendet haben, habe ich gesehen, dass wir einen großen Schritt nach vorne gegangen sind. Und 2018 soll jetzt halt nicht im 10. Jahr von DerchoTV im Übrigen, obwohl es nicht ganze 10 Jahre sind, aber im 5. YouTube-Jahr von DerchoTV, dass wir nicht einen Absturz erleben. Und deswegen habe ich mir gesagt, wir machen weiter. Wir akzeptieren das. Wir akzeptieren das. Es ist halt eine Unverschämtheit für uns. Geradewegs auch für die kleineren Content-Creator. Ich nenne sie jetzt so, weil YouTuber sind wir bei DerchoTV nicht. Wir haben eine Homepage, wir haben einen Twitch-Kanal, wir haben Twitter, wir haben Facebook und wir haben hier YouTube. So, und wir sind halt keine YouTuber. Also ich sehe mich nicht als YouTuber. Ich sehe meine Kollegen auch nicht als YouTuber. Also sprich, die hier bei DerchoTV arbeiten. Beziehungsweise es auf freiwilliger Basis tun, weil wir halt nicht kommerziell sind. Und DerchoTV ist seit dem Start, nicht nur 2008, sondern seit dem YouTube-Start 2013, nie kommerziell gewesen. Nie. Weil ich habe mir wirklich nie gedacht, dass ich sagen kann, okay, ich habe wirklich vor 5 Jahren nie so gedacht, weil vor 5 Jahren ist es von heute auf morgen passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich wechsle auf YouTube oder ich mache auf YouTube jetzt etwas, anstatt das jetzt irgendwie anders zu machen. Das ist halt nicht mehr so. Also, da habe ich nicht gedacht, okay, ich erreiche Ende des Jahres 500 Abonnenten oder so. Hätte ich das gemacht, der Kanal würde heute nicht existieren. Ich mache dies, weil wir Bock haben, euch zu unterhalten, weil wir Bock haben, euch zu informieren. Und das nicht nur bei Thema, sondern auch bei Update Politik, Update Medien, Update Sport, Update Kompakt. Wir wollen euch unterhalten bei Gameboy Time, bei Let's Play Pokémon oder bei sonstigen Sachen, die wir halt machen. Und das ist halt uns wichtiger, als wenn wir Geld verdienen. Klar, als wir im November die 70 Euro bekommen haben, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Ich war selbst perplex, dass wir das überhaupt geschafft haben. Okay, dann habe ich im Endeffekt halt bemerkt, ich habe das Geld, was ich durch die letzten 4,5 Jahre auf YouTube verdient habe, hat sich angesammelt. Und das wird halt jetzt nicht mehr passieren. Dieses angesammelte Geld kriege ich von YouTube auch nicht ausbezahlt. Von Google, weil es ja die Muttergesellschaft ist. Aber trotzdem, es ist schwer geworden und es wird halt auch schwer sein. Und wenn jemand von euch denkt, wirklich mit YouTube kann man heute nur mit YouTube Geld verdienen, dann liegt ihr falsch. Denn mit YouTube Geld verdienen, und so heißt es auch die Überschrift und halt der Titel der heutigen Themasendung, ist es halt schwer geworden und es wird halt auch schwerer werden. Und das ist halt in Zeiten von schlechten Nachrichten und von solchen Videos, wie zum Beispiel von Logan Paul. Ich frage mich echt, was dem Jungen geritten hat, diese Leiche aufzunehmen oder generell im Video zu lassen oder generell nicht alles zu schwärzen bzw. zu verpixeln. Das ist, mir tun wirklich mehr die Opfer und das Opfer und die Familie leid, als er selbst. Er ist derjenige, der es quasi in den Dreck gezogen hat, um das mal so zu sagen. Und das ist, es tut mir nicht leid für den Jungen, dass er jetzt eine Strafe, der hat eine milde Strafe gekriegt,
Der Rest, der keine 1000 Abos hat, die kriegen richtig auf die Fresse. Und das sind wir auch. Und wir stehen quasi auf mit zwei, drei Zehen weniger und vielleicht mit einer gebrochenen Nase. Aber wir stehen auf, lassen uns die Brille richten und gehen weiter. Ganz einfach. Er kriegt wenigstens nur eine Backpfeife, weil ich hätte von YouTube wenigstens erwartet, dass man ihm komplett die Partnerschaft entzieht, dass er mal daraus lernt, dass man so einen Scheiß nicht im Internet veröffentlicht. Es gibt schon sowieso generell Gaffer und was weiß ich nicht was, die halt auch auf Unfälle so zielen. Klar, umgestürzte Bäume, die kann man halt filmen, also das ist klar, aber wenn da halt Menschenleben eine Rolle spielt, dann sollte man das Handy wegpacken und helfen und nicht sich da irgendwie ausgeben und sagen, hey, guck mal, hier ist eine Leiche, geil. Das ist krank. Das ist krank, was da abgeht. Und nicht, mir fehlen da auch wirklich wieder die Worte. Also ich bin, was das angeht, dieses Thema, das Thema Monetarisierung oder Geld mit YouTube verdienen, ist für mich durch. Das ist für mich generell durch. Das möchte ich mal so sagen. Privat sowie auch hier öffentlich auf unserem YouTube-Kanal. Die Monetarisierung ist raus, ab sofort. Und wir werden sie erst wieder reintun, wenn YouTube auch wirklich weiß, dass wir guten Content produzieren. Ich spreche nicht von geil, mega, super, hyper, duper Content, sondern von guten Content. Von guten Content, der es verdient hat, wo man Werbung schalten darf. Und es hängt nicht nur davon ab, von der Abozahl oder von den Sehstunden, sondern wirklich vom Inhalt meistens. Klar, wir selbst haben das auch immer wieder miterlebt. Als ich bekannt gegeben habe, dass wir für den Julius Award nominiert sind, der in 1,5 Wochen in Essen stattfindet, hat man mir auch gewünscht, dass ich mehr Abonnenten gerne haben sollte. Ich werde mich auch nicht durch diesen Preis erhoffen, dass meine Abozahlen steigen. Ich werde mir dadurch einfach erhoffen, dass man halt auch Tipps sammelt, dass man halt auch Zusammenarbeiten schmiedet mit anderen Creatern und mit anderen Videokünstlern. Halt über die ganze Bundesrepublik hinaus. Und nicht nur halt, um zu sagen, ja, du hast gewonnen und du hast mehr Abos und bla und alles. Weil wir ziehen alle an einem Strang, die geradewegs bei dem Julius Award nominiert sind. Weil das halt geile Videos sind, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben als andere Videos, wie das zum Beispiel von Logan Paul. Und Logan Paul ist nur geradewegs ein Beispiel von vielen Videos, wo ich mir eigentlich sagen muss, für den Scheiß schaltet YouTube Werbung, ja, dann Prost Mahlzeit. So, und damit bin ich auch durch und ich glaube, die Hälfte dieser Zeit heute hier bei Thema ging eher in Richtung Kommentar anstatt dieses Themas. Also es war auch geplant, das als Kommentarvideo zu machen, also keine Sorge. Wir haben es entsprechend gekennzeichnet. Wir sind jetzt auch am Ende dieser heutigen Themasendung. Deswegen, und es steht auch in der Videobeschreibung, dass es noch einen Kommentar dazu hier gegeben hat und der ist gerade vorbeigegangen, deswegen sind wir auch am Ende dieser heutigen Themasendung. Da hört man wahrscheinlich jetzt im Hintergrund auch noch eine Sirene, wenn das so sein sollte. Hier in der Nähe ist nämlich durch den Sturm ein Baum umgeknickt. Morgen geht es weiter mit Update Politik. Damit machen wir direkt sofort Schluss, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass mir hier gleich die Decke auf den Kopf fällt. Nein, so generell nicht, aber das Gröbste vom Sturm ist vorbei. Morgen bei Update Politik geht es unter anderem um die SPD. Das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Wir werden am Sonntag vielleicht dazu noch ein Special machen. Entweder, wie es aussehen wird, da werde ich noch nicht so viel sagen. Ich spoilere nicht. Es hängt auch davon ab, wie die SPD zustimmt. Denn es geht um Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Ja oder, Entschuldigung, ja oder nein. Außerdem werden wir auch entsprechend nochmal über dieses Thema YouTube am Samstag nochmal bei Update Medien vielleicht nochmal darüber berichten. Und außerdem möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch unsere Homepage gibt, derchotv.de. Da gibt es nämlich auch News geschrieben, aber auch unsere ganzen Videos wie dieses hier zum Beispiel. Also, ihr könnt uns überall folgen, wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, geiler Content, geiler Inhalt, geiler Moderator, geiler Bart, dann seid mit dabei hier bei uns. Es wird eine tolle Reise. Und das Jahr 2018 hat ja erst gerade angefangen. Was soll's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der DerchoTV-Thema für heute. Morgen, wie schon gesagt, Update Politik. Heute Abend gibt es noch Update Kompakt. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, beziehungsweise einen schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt. Tschüss.